So, okay, Level 3. Wir fällt übrigens ein, wir könnten wirklich mal das, sag schon, hier. Die Kampagne von Kuchen spielen. Was ist das denn? Das Ding greift mich an. Ich dachte, das ist eine Überwachungsanlage hiervon, aber wenn es mich angreift, dann ist es wohl keine Überwachungsanlage. Aber warum hat es denn die anderen angegriffen? Egal, jetzt wird es bei der Tod. Ich mache mal kurz bei meinen Ohren ein bisschen lauter. Boah, Alter, ist das eine geile Musik. Okay, Spaß hat er. Die haben wirklich geile Musik. Also, jetzt war ein bisschen laut. So, okay. Der Typ, der die Musik hier eingespielt hat oder die Musik produziert hat für das Spiel, je nachdem, der hat auf jeden Fall Geschmack. Okay, wir haben zwei, wir haben drei Türen. Was? Oh! Alter, leck mich am Arsch. Okay, wir wissen also schon mal, die Dinger können sich nur an diesen Linien hier bewegen. Also zumindest sah das gerade so aus. Oh mein Gott. Aha, also ein paar Mal schießen reicht völlig aus. Aha. Also wenn das da mal kommt. Wenn das dann noch ein Secret ist. Wow. Das sieht schon geil aus. Ich meine, es war hier mit den Rundungen ein bisschen unrealistisch, weil in der Regel Lüftungsschächte ja immer gerade sind und um die Ecke gehen sauber, aber das hier ist zumindest aerodynamischer. Da hat der Wind weniger Widerstand. Apropos Widerstand. Hallo oder? Secret. Okay, scheint wohl doch mal Secret gewesen zu sein. Man weiß ja nie. Gut, 1 von 3 haben wir schon mal. Mhm, ja. Da ist der. Ne, ist ein anderer. Ist ein anderer Raum. Okay. Gut, kann man da irgendwie. Ach so, ja eben, da war noch was. Da rein. Ach nee, man geht da. Na gut. So, ab in die nächste Tür. Alter! Meine Fresse! Okay.
Bang. Da ist es Schalter. Das war so klar. Alter, ernsthaft? Du kleiner Bastard. Oh. Genau so muss das funktionieren. Okay, da unten haben wir noch ein paar Pinkies. Zum Glück keine Transparenten. Oh, scheiße. Ach Mann, Alter. Oh, leck mich. Warum nimmt man Artikel automatisch auf, wenn man dran vorbeiläuft? Das ist so unfair. Da muss man so drauf aufpassen. Ah, nochmal der ganze Spaß hier. Na komm. Jetzt verkacke ich wieder, wetten. Ja, ich verkacke sowas von. Die Jungs kommen mal in meine Nähe. Was macht denn da hinten? Leute. Geht doch. Perfekt. Komm, dich greife ich einfach noch. Jawoll. So. Speichern und hoffen, dass ich das Ding nicht wieder aufnehme. Jawohl, geht doch. Okay, die Tür sieht relativ verrostet aus. Kann natürlich auch sein, dass hier giftige ätzende Dämpfe aufsteigen, die die Tür ein bisschen malodieren. Alles möglich, man weiß es nicht. Geht richtig was. So, klar, hier unten ist ein Stabmixer. Das wird eine Geburtstagstorte. Ha! This is doesn't seem to work. Muss ich auch wieder aufpassen? Das auch... Nee, doch nicht. Ist das das Secret? Nein. Wow! Alter! Meine Fresse! Mann. Ach, Alter. Ich bin echt so ungeschickt hierfür. Ich werde langsam zu alt für das Play. Alter, die schießen hier durch die Wand durch. Wo kommst du denn jetzt her? Ein Autoshotgun! Leck mich am Arsch! Eine verfickte Autoshotgun. Wo kommt der Imp jetzt her? Hier ist doch alles zu, oder nicht? Alter, ich krieg hier noch einen. Ah, da geht's hoch. Okay, ich versuche mal den Schalter auszulösen. Ah. Das war keine gute Idee. Obwohl, vielleicht doch. So kriege ich die vielleicht. Ach, warte, ich mach's einfach andersrum. Fuck. Egal. Gut. Machen wir anders. Ach so, hätte ich ja trotzdem gar nicht. Egal. Machen wir trotzdem anders. Und zwar, ich renne jetzt mal hier hin. Hol mir das Ding hier. Und dann hole ich mir hinten gleich hier auf die Shotgun. Wow. Nein. Alter, warum hat das jetzt hat nicht funktioniert? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht doch mal auf hier. Meine Güte. Oh. Hä? Na komm, geh rein. Ja, ich mach die eiskalt kaputt.
Das scheint aber so, als wenn das hier doch zu Grudeldum gehört, oder? Ich muss mich da mal erkundigen. Wow. Muss mich da mal erkundigen, ob das hier jetzt direkt zur Map gehört oder ob das ein neuer Teil von, also neue zu Grudeldum jetzt gehört. Achso, sind Rohre. So, danke. Okay, und ab zur nächsten Tür. Ein Waffencheck hier. So, und die hier nehmen wir. Ah ja, siehst du, wir haben jetzt Auto-Shotgun. Oh, das ist geil. Achso, ha, das war der Ei. Ah! Ich dachte, das wäre der Flur, von dem wir kommen, aber ist ja ein anderer Flur. Ja, ist ein anderer Flur. Wir haben noch immer zwei Secrets offen. Alter, die ganzen Flächen hier sehen ja ultra geil aus. Man kann die alle kaputt machen. Na komm, schade. Ich will sie alle austrinken. Da ist bestimmt Limonade drin. Ich meine, die werden hier wohl kaum mit hochgiftigen Sachen arbeiten, oder? Okay, ein bisschen vorsichtiger. Da geht's runter. Sieht geil aus. Mal wieder. Boah, sieht das geil aus. Alter, diese Map ist so krank gut. Das Map-Pack meine ich doch. Guckt euch das mal an, Alter. Sieht so geil aus. Oh. Nice. Wow. Fuck. Hä? Alter! Ich kann ihn nicht erwischen, aber er kann mich erwischen. Alter, das reicht mir. Ist doch hier ja nicht mehr normal, ja. So, Türsprecher war. Der hat mich trotzdem erwischt, ich glaub's nicht. Arschloch. Meine Güte! Oh, Alter, ich hasse diese Typen, wenn die überleben. Ja, stirb halt. Na los. Danke. Geht doch. Holy moly, das ist nervig. So, jetzt haben wir hiervon auch zwei. Sehr schön. Gut, heißt also, wir haben noch ein Secret offen, was irgendwo versteckt sein müsste. Wow! Oh, da oben sitzen auch noch ein paar Pinkies. Ja, kommt, genau, kommt mal rüber. Da kann ich euch hier alle dann mit einmal. Was? Alter! Nächster Versuch. Fuck! Das war jetzt nicht so prickelnd hier. Mit dem scheiß Minigunner. Wo geht's jetzt hier weiter? Oh! Fuck! Scheiße, die Tür ist zu! Die können sich teleportieren? Warum können sich diese Hunde teleportieren? Alter, hoffentlich können die sich nicht hier rauf teleportieren, weil Engine Limitations. Ne, können sie nicht. Die hängen also fest, sehr schön.
Gut, dann kann ich zumindest die versuchen, langsam, aber sicher hier alle. Wow. Komm mal her. Jawohl. Alter Schwede, ey, was ist denn? Also diese neuen Fischer sind echt geil. Das ist zwar doch eher schwere Gegner, aber so die Idee dahinter ist schon nicht schlecht. Okay, was soll das hier darstellen? Ist auch egal. Ich denke schon wieder viel zu viel über Sachen. Uah, wollte ich gerade gar nicht. Ich denke schon wieder viel zu viel über Sachen nach. Wo ist jetzt der Schalter? War hier oben Schalter und so? Ich meine, klar, hier war Schalter, aber den haben wir ja bereits gedrückt. Von daher. Ah, hier ist was. So, hier ist aber nichts mehr. Okay, kommt man hier raus? Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Dinger zerschießen kann. Macht zwar keinen Sinn, aber. Nee. Hätte mich auch gewundert. Okay, dann kommt jetzt hier wieder raus. Ich bin gerade etwas verwirrt. Kann man darauf springen oder ist jetzt den Schalter geöffnet? Nee, auch nicht. Hä? Leute, ich bin verwirrt. Uah. Ich verstehe das nicht. Was müssen wir jetzt hier machen? Da ist noch was. Ach so. Das haben wir hier an mehreren Stellen. Hier auch. Na gut, dann wird das wohl nichts gewesen sein. Genau da kommen wir nicht zurück. Alter, wie kriegt man denn den Dinger hier wieder auf? Was? Ich schieße einfach mal, ne? Wäre auch zu einfach gewesen. Alter! Ist doch hier nicht mehr normal. Muss man da raufspringen? Bitte nicht. Ich kann nicht springen. Okay. Wir probieren einfach mal ganz kurz. Wir rollen mal. Ne, kommen wir gar nicht ran. Viel zu weit weg. Gut, ich gehe nochmal nach oben. Geh mal da in den Kreis gucken, ob da doch noch irgendwas ist, was wir übersehen haben. Wow. Hier ist nichts. Lost in Space. Wisst ihr was? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Tja, ich habe echt keine Ahnung. Wie kommt man da jetzt wieder raus? Wir haben jetzt quasi genau alles probiert. Kann doch nicht sein.
Wartet mal ganz kurz. IDDT. Hä, das sind Räume. Hallo? Nein, falsche Taste. Das sind definitiv Räume, aber wie aktiviere ich die Räume? Was muss ich tun? So geht's auch nicht. Helfer. Was sollen wir tun? Bitte helft mir doch. Was mache ich denn? Was soll ich denn tun? Was? Ich bin doch nur ein armer kleiner Mensch. Haben wir irgendwann mal eine Meldung bekommen, wie das im Skript nicht funktioniert hat? Nee, auch nicht. Weil manchmal sind ja auch Ereignisse skriptbasiert und das Problem an diesen Skripten ist, dass sie ab und zu mal nicht ausgeführt werden können, wenn das solche Fehler auftreten, aber dann hätten wir dementsprechend eine Meldung im Log bekommen, dass ein Skript nicht ausgeführt werden konnte. Okay, komm Leute, ganz ehrlich. Bevor wir hier noch rumhängen. Nein. Ach Mann, Alter. So. Feierabend. Okay, also wir haben die blaue Karte bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hin zu etwas Blauem. Arschlöcher. Wow! Hä? Wir haben doch gar keine rote Karte. Hä? Haben wir gerade eine rote? Ich dachte, wir haben eine blaue Karte bekommen. Das ist nice. Die blauen Items mit zu den blauen, die grünen Items mit zu den grünen und alles andere ist ohne Farbe sortiert. Ja, ach, hier ist ja gar nicht. Also doch, aber nicht die gleiche Farbe. Ist das nice? Ich träume den ganzen nicht. Da war ein Raum, wo es nur die Karte gab, aber keine Falle. Gut, gibt hier auch keiner. Okay. Was ist hier so? Auch nichts. Okay, also wenn wir rote Karte bekommen, nee, wenn wir blaue Karte bekommen, damit können wir... Was jetzt eigentlich machen? Blau. Blau. Ist hier nichts Blaues? Ist hier was Blaues? Also ich nicht. Ach, hier geht's noch weiter. Oh lol. Okay, also muss ich da irgendwas aktivieren. Schon wieder was ich aktivieren muss. Hä? Man kann sehen, dass hier irgendwas nicht funktioniert im Spiel. Ich meine, das ganze Ding ist ja sowieso Work in Progress. Kann also durchaus sein, dass da irgendwas noch nicht ganz implementiert ist. Kann doch nicht sein.
Ich schätze mal wirklich, hier ist irgendwas defekt. Weil wir haben jetzt genau zweimal das gleiche Problem. Also ich persönlich denke, dass in dem Moment, wo man in dem großen Raum, wo die Säure drinne war, also hier unten, dass in dem Moment, wo man sich da die Karte genommen hat, die Wände hätten runterfahren müssen. Das hat aber nicht funktioniert. Und genau der gleiche Fehler dürfte nämlich jetzt genau hier in dem Raum, wo wir gerade waren, hier auch passiert sein. Normalerweise hätte hier wahrscheinlich, wo wir die Karte genommen hätten, hätte das Ding entweder runter oder hochfahren müssen. Hat aber nicht funktioniert. Irgendwas scheint hier also, wenn ich das jetzt richtig kombiniere mit meinem Detektiv Conan Gehirn, ist hier wahrscheinlich echt irgendwas im Arsch. Wir kriegen aber auch echt keine Meldung, ob das Skript nicht funktioniert hat oder sowas. Also, ich weiß nicht. Oder haben wir doch was bekommen? Nö. Oh, wir haben Stichwort aufgenommen. Ha! Gelaufen. Hä? Okay, also wieder das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ja, eben, das stimmt ja. Oben das Dach. Kommt aber nichts. Dinge müssen also hochfahren. Na gut. Oha, hier wird scharf geschossen. Oh, ich sehe Kräne. Ach, die Dinger können sich doch überall hin bewegen. Scheiße, ich dachte, die Dinger sind an irgendwelche Schienen gebunden. Wow. War's das? Noch mehr? Nein. Gut. Halt also nach der Aufnahme, werde ich dann erstmal die Map in Slate öffnet, also diesen Map-Editor. Mal gucken, ob da irgendwelche Skripte hinterlegt sind. Die dann halt dementsprechend nicht ausgeführt werden, warum auch immer. Gut, da kommen wir hoch. So, wir haben zumindest schon mal alles Secrets. Oh, der geht auch nochmal hoch. Oder? Ne, da ist nichts. Wow, der eine Kran hält sogar etwas. Boah. Was war das denn? Das war doch so ein Revenant. Nur halt in der komischen Ausführung. Nee, das ist was anderes. Was du kannst, kann ich auch. Alter! Ich meine, klar, wir haben zwar gerade gewonnen, aber erstens war das so haarscharf. Was ja an sich erstmal nicht schlimm ist. Ich meine, gewonnen ist gewonnen, ne? Also, first try, würde ich mal sagen. Aber das Problem ist, wir haben jetzt nur noch 6%. Und wir sind schon wieder in der Kuhle fest. Ja, hier ist definitiv ein Skriptfehler. Ich schätze mal, das Ding hier, in dem Moment, wo ich hier hätte runtergesprungen, hätte das Ding auch hochfahren müssen. Okay. Warum mache ich mir eigentlich gerade die Mühe? Ich kann es doch auch mir ganz einfach machen. Haha. Ausgetrickst. Alter, ist das behindert. Okay, da ist noch ein geheimer Raum. Oder? Oder ist einfach nur Teil. Egal, kommt. Ist mir jetzt ja alles ein bisschen zu verrückt. Okay, also wir halten fest, das Ganze sieht zwar gut aus. Scheint aber noch ein bisschen buggy zu sein. Weil das Ganze, deswegen ist ja auch dieses GZD hinten dran, das steht für GZ-Doom. Das Ganze ist ja für GZ-Doom gedacht. Kann natürlich sein, dass das Ganze mit Map 3, mit Brutal-Doom nicht harmoniert. Ich mache mal ganz kurz einen Test. Nein. Alter, das ist viel behindert. GZ-Doom.
Ach komm, leck mich. So. Ich rufe mal das Ding einfach so direkt auf, ohne irgendwas anderes. Project. Nein. Wie habe ich das Ding genannt? Hä? Bin ich jetzt behindert? Ich fing doch mit PO an. Ach, Quatsch, nicht Project, sondern Operation. Also genau andersrum. OP, nicht PO. So. Gut, dann probieren wir jetzt nochmal was 3. Map ist welche Map 3. So. IDDOD und IDKFA. Danke. Gerade gemerkt habt, da. Es ist tatsächlich runtergefahren. Heißt also, die Skripte an sich funktionieren. Die sind aber scheinbar nicht Brutaldoom kompatibel. Was ein Scheiß. Ah, Gott. Na gut, also wir haben die ersten 3 Maps gespielt. Das muss jetzt ausreichen. Ich werde an der Stelle das Projekt erstmal abbrechen. Es sind ja sowieso erstmal nur 8 Maps draußen. Das Ding ist also sowieso noch Work in Progress. Was an sich natürlich erstmal nicht schlimm ist, aber wie man sieht, so wie ich es mir gerade gedacht habe, geht es also scheinbar nicht. Schade eigentlich, aber gut. Ja. Ist halt so, wir werden das Map Pack dann wahrscheinlich dann später nochmal spielen, ohne Brutal Doom. Da werde ich mich dann aber erstmal ransetzen und gucken, mit welcher Mod das Ding denn überhaupt harmoniert, weil so Vanilla Doom spielen können wir auch. Aber ich würde dann doch schon gerne ein bisschen komplexer Spiel. Ja, von daher dürfte das jetzt erstmal mit dem gewesen sein. Und dann würde ich mal sagen, dann würde ich persönlich mal sagen, ich bin schon wieder falsch im Modding gebraucht. Achso, ich habe den Terminal geöffnet. Ha, hier muss ich rein. Da. Dann würde ich mal sagen, das Ganze hat leider dementsprechend nicht so ganz hingehauen und die 3 Maps, die werde ich jetzt erstmal so online lassen. Gut. Dann würde ich mal sagen, ciao mit V.